Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Erezo. Ich bin Erezo und wir sollen mit Ezli reden. Gut, dass uns das Spiel das ansagt, denn ich habe eine Woche Pause gemacht für Superland. Hier sind aber viele Leute, die mit mir reden wollen. Bei den meisten sollte ich die Quest eigentlich schon haben, ne? Hoffentlich kommen sie frei. Ja, okay. Keine neuen Quests. So, wo hockt der Junge? Gibt's hier irgendwo einen Thron? Ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha gebissen wurde. Es war ein sehr wütender Fisch. Na klar. Hey Lara, setz dich zu uns. Ich habe keine Zeit, ich muss zum König und so. Und generell muss ich mich darum kümmern, dass alles gut wird, während ihr da faulenzt. Das ist er nicht. Oh Moment, hier haben wir ein bisschen Holz, nehmen wir mit. Holz ist immer gut. Oh, Pfeile direkt. Nehmen wir auch mit. Gut. Da geht's lang, sagt Lara. Ah, da hockt er. Punkt ohne Wiederkehr. Nachdem Sie mit Ezli gesprochen haben, ist die schnelle Reise deaktiviert, bis Sie das Spiel abgeschlossen haben. So weit sind wir? Okay. Ja, dann machen wir das wohl. Wenn wir mit der Story durch... Obwohl, will ich dann... Na, Moment, dann sollten wir die Nebenquests machen, ne? Und dann, wie machen wir das mit den ganzen Suchdingern für Dokumente und so? Wahrscheinlich dann eine Folge nach dem Finale. Das ist auch immer doof. Das ist das Doofe, wenn ich die Dinger, die Dinge sammeln möchte hier. Das hat nicht so gut geklappt. So. Gut, hier haben wir direkt was gefunden. Das müssen wir später nicht mehr sammeln. Dieses Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über El Dorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Gut, das haben wir erledigt. Dann hier bekommen wir noch weitere Standorte, ne? Ja, Geheimnisse entdeckt, sehr schön. Das ist aber nicht wirklich, was ich haben wollte. Ich wollte zu dem da gehen. Ich meine, das hier ist jetzt erstmal besser, weil sonst hilft das andere Zeug hinzukriegen. Kein Schaden genommen. Ich weiß nicht, ob es an der Stadt oder am Abrollen lag. Ich habe das Abrollen zumindest hinbekommen gerade. Da haben wir uppala, noch ein bisschen Zeug zum Einsammeln. Sehr schön. Ich klopfe das Ding schon die ganze Zeit an. Ich verstehe nicht, was es mir sagen will. Okay, was ist das hier? Warum muss ich zuerst eine andere Quest erledigt haben, bevor das kommt? Wahrscheinlich. So, da hinten muss ich lang. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Mal sehen, ob da eine Höhle ist. Wahrscheinlich. Achso, nein. Ha, hier haben wir eine Wand, die ich nicht gesehen habe aus der Entfernung. Ich meine, ich habe die Wand gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass es eine Kletterwand ist. So, da haben wir das. Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Möchten Sie fortfahren? Ja, seit wann wird sowas gefragt? Achso, okay, weil es ein DLC-Grab ist, ne? Dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier so haben. Ich weiß leider nicht mehr, welche Quest das ist. Erreichen Sie den Schild des Ehrenopfers. Achso, okay. Das war dieser besondere Schild, der für die Zeremonie gebraucht wird, weil da Anweisungen draufstehen, ne? Ich nehme an, das wird mehr als eine Folge brauchen, wenn es ein DLC ist, ne? Bisher kommen wir gut voran. Hab noch keine Hindernisse gefunden. Ah, top!
Bin nicht sicher, ob ich da rüber springen könnte. Wahrscheinlich nicht. Und hopp. Nein, ich habe versucht, die Hakenaxt zu werfen, aber Lara wollte nicht. Sie wollte lieber angucken, was unten ist. Und hopp. Dann seilen wir uns einfach mal ab und gucken uns unten um. Noch tiefer kommen wir nicht. Oh, okay. Ich habe nicht Steuerung gedrückt. Sie ist einfach gefallen. Kann ja mal vorkommen. Ich meine, wenn ich von hier aus springen würde, dort hinten hin, dann würde ich auch einfach fallen, ne? Dann würde sie auch nicht die Axt werfen. Ja, ich weiß nicht, wann... Ich meine, sie hat die Axt geworfen, aber ich weiß nicht, woran ich erkenne, wie weit die reichen würde. Gucken wir uns am besten diese Wand nochmal genauer an. Ich nehme an, ich kann hier irgendwo vernünftiger klettern, als ich es bisher getan habe. Ah, okay, wenn ich E drücke, dann kann ich hier normal klettern. Also normal... Okay, jetzt hat das hingehauen. Sehr gut. Ich beherrsche das Spiel. So, okay. Und wir schwingen. Wir schwingen noch mehr. Und wir springen. Aus dem Schwingen. Und machen wieder Dinge kaputt. Ob es hier Dokumente gibt? Zumindest werden keine angezeigt gerade, aber ich habe ja auch nichts eingesammelt, das mir das anzeigen würde, ne? Da haben wir tatsächlich keine weißen Markierungen an den Wänden, die uns anzeigen, wo wir klettern dürfen. Die ultimative Tomb Raider-Herausforderung. Und hopp. Oh Gott, ich dachte, der Stein da oben wäre greifbar. Ich habe mich geirrt. Au. Das tut doch weh. Okay. Hier hinten waren wir schon, ne? Ja, gut. Ah, hier können wir uns abseilen und dann können wir hier lang laufen, ne? Um Schwung zu kriegen. Und hopp. Au. Kein Problem, kein Problem. Wir kriegen das hin. Und zack. So. Was nun? Abseilen ist, denke ich, schon mal richtig. Bin ich hier unten einfach zu tief? Oder bin ich nicht tief genug? Kann ich hier noch ein Stück runterklettern? Nee. Vielleicht hatte ich einfach nicht genug Schwung? Das sieht aber aus, als hätte ich eine Menge Schwung. Geht doch. Da habe ich gerade eh tatsächlich gedrückt, bevor die Anzeige... bevor ich die Anzeige gesehen habe zumindest. Bin nicht sicher, ob bevor sie tatsächlich auftauchte. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz auf mich. Und hopp. Moment, komme ich von hier? Ich würde mich gerne richtig umgucken, aber ich hänge hier gerade so fest. Und ich kann mich nicht abseilen, aus irgendeinem Grund. Oh Gott! Okay, nee, Moment, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Ja, das da ist die Wand, von der ich gesprungen bin. Mein Orientierungssinn ist nicht der beste. Kann ich hier hoch hopsen? Nein. Ich kann mich hier, wie gesagt, nicht abseilen. Wenn ich mich hier fallen lassen würde, dann würde ich fallen, nehme ich an.
denke nicht, dass ich diesen Sprung dort schaffen kann. Kannst du ja nicht, wenn ich in die falsche Richtung springe. Und trotzdem tue ich es die ganze Zeit. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh, okay, es geht doch. Gar kein Problem. So. Schon sind wir da. Der Ort sah aus, als würde hier vielleicht was rumliegen. Der Ort sieht aus, als könnte man hier eventuell kämpfen gleich. Conquistadores. Sie sind weiter gekommen als gedacht. Es wäre seltsam, wenn wir hier was zu kämpfen haben, oder? Und es ist ein Grab. Ein Dokument in der Handschrift von Andrés López. Möge der Allmächtige in seiner unerschöpflichen Gnade die Seelen dieser treuen Männer segnen und sie an seiner Seite ins ewige Paradies aufnehmen. Sie haben mir gut gedient und ohne ihre Unterstützung hätte ich mit Sicherheit niemals erblickt, was die Paitizianer den Schild des Ehrenschöpfers nennen. Oh, er hat ihn gefunden. Ich bedauere es darum sehr, dass ich sie im Rahmen meiner wieder erstarkten Verpflichtung gegenüber meiner heiligen Mission ihrer letzten Belohnung zuführen musste. Das Geheimnis, das der Schild mir offenbarte, kann ich niemandem außer mir selbst anvertrauen. Also ließ ich es zurück und erfüllte nach meiner Rückkehr mit meiner Eskorte in aller Demut meine Pflicht. In Gottes Namen, Amen. Ganz toll. Sehr wenig gefährlicheres als ein Fanatiker. Also motivationstechnisch. Von den Fähigkeiten her, ja, da gibt es gefährlichere Dinge. Das kommt mir bekannt vor aus einem vorherigen Teil. Okay, ich nehme stark an, ich muss abwarten, bis es aufgehört hat zu wehen und dann direkt losrennen. Die Brücke ist bestimmt durch ein Erdbeben eingestürzt. Oh, okay, hier kann ich in Deckung gehen, schön. Aber ich kann hier nicht mehr nach oben, wie es aussieht. Ich will aber nach oben. Gut, aber Lara will nicht nach oben, also... Ah, okay. Vielleicht will Lara doch nach oben, bloß eben von hier. Gut. Schnell, 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 schnell. So, hier haben wir unsere Deckung. Hier darf ich jetzt nicht runterfallen. Schnell, 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 schnell. Und Pause. Schnell, 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 schnell. Und hier rüber. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Eventuell kann ich die Jalousien zuziehen hier. Das könnte das hier sein. Ja. Schnell, 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 schnell. Und Pause. Und schnell, 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 schnell. Und Hakenaxt. Und hopp. Sehr gut. Kein Problem. Briefe? Keine Briefe. Sie konnten die Tür nicht öffnen, also haben sie gesprengt. Dann konnten sie die Tür doch wohl öffnen. Das könnte der Schrein von Cha'ark sein. Blitze sind was Schönes. Haben wir hier irgendwas, das wir lesen können? Nein. Das da hinten ist ein Haken, okay. Das da können wir wahrscheinlich ziehen, aber nicht von hier. Ah, okay, wir können von hier. Führt zum Tempel. Wo sollte er sonst hinführen, Lara? Das Spiel ist nicht so komplex. Oh, oh. Und schwingen. Und schwingen und springen. Sehr schön. Okay, alles in Ordnung.
Dann machen wir das hier mal. Einfach, falls das ist, was wir machen können. Und dann drehen wir am Rad. Ich hätte gedacht, dass das langsam zurückgeht. Nee, ich muss das offenbar an der richtigen Stelle dann platzieren, damit ich hier durchkomme. Das sollte gut sein, ne? Und rennen, 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 rennen. Und springen. Gar kein Problem. Da haben wir eine Windmühle. Oh, mit Blitzableiter. Deswegen ist der Blitz da eingeschlagen. Vorhin. Und jetzt gleich ein zweites Mal. An der gleichen Stelle. Das sollen die doch gar nicht tun. Und hopp. Soweit ich weiß, gibt es kein tatsächliches... keine tatsächliche naturwissenschaftliche Regel, die dagegen spricht. Ich kann mich irren. Und hopp. Ich find's nett, dass Lara da direkt nach oben geguckt hat, als sie die Klippe gesehen hat. Ich hätte sie sonst nämlich nicht gesehen. Oh Gott! Gut, damit habe ich nicht gerechnet. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was Schönes finden. Nee. Was bringt das? Nichts, das hätte sich auch so gedreht, das waren wir nicht. Ah. Ich muss niesen. Na toll. Und ich habe nicht schnell genug die Pause drücken, Pause-Taste drücken können, deswegen hat man jetzt ein unterdrücktes Niesen mit drin. Ich hoffe, ich dränge dran, das raus zu editieren. Okay, wir sind hier, wir fallen. Und warum fallen wir? Um zu lernen, wie man ein komisches Mühlending bedient. Das hier kann ich nicht aufhacken, ne? Ne, okay. Ich dachte, da ist vielleicht ein Geheimgang. Oh. Da habe ich eben nicht W gedrückt und bin trotzdem nach vorne gegangen, weil sie offenbar gegen den Wind angekämpft hat, der nicht geweht hat. Okay, ich versuch's nochmal in den... So. Ziel. Ne, ich hatte gehofft, dass ich einfach rübergezogen werde. Das macht generell einfach gar nichts. Ich kann hier auch nicht... Oh Gott, Lara, pass auf. Okay, habe ich hier was übersehen? Ja, habe ich. Ha! Und hopp, und hopp. Sehr gut. So, jetzt können wir das hier festnageln. Sehr schön. Oh. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich vermutet hätte. Gut. Dann schauen wir doch mal, ob es jetzt besser klappt. Sieht so aus. Das klingt, als würde es reißen gleich. Tja. Nicht ganz wie geplant. So, schnell, 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 schnell. Hey. Und noch schneller. Sehr schön. Gar kein Problem. Oh Gott. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das war definitiv nicht, was ich wollte.
So. Wir laufen los. Wieder hopsen los. Wir springen los und klettern los. Das da hinten reißt sich los und wir sind oben. Sehr gut. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Nein, Lara, das hier sind Gebäude. Die wurden von Menschen gebaut. Oder ähnlichen Wesen. Da ist eine Kiste. Das bedeutet, ich werde da höchstwahrscheinlich rauf müssen. Okay, Wind kommt. Oh, Moment. Ich kann das Ding hier herholen, dann muss ich das wahrscheinlich auch herholen. Perfekt. Okay, ich nehme an... Oh, nee, das geht jetzt tatsächlich zurück, wie ich das bei dem Vorgänger erwähnt. Ja, da ist ja auch ein Gegengewicht. Okay. Gut. Nicht gut. Gut, schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir das hier machen. Bin nicht sicher, was jetzt passiert ist. Kann sein, dass das einfach versperrt war, deswegen machen wir das hier nochmal. Ne, okay. Oh Gott, pass auf, Lara, gut. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Was passiert, wenn wir daran ziehen? Oh, nein, ha, okay, Moment, ich denke, ich weiß, was ich mache. Oh, hier geht's ja auch noch weiter, okay. Ne, das hier würde nichts bringen, ne? Ich wüsste nicht, was es bringen sollte. Nee. Okay, was passiert, wenn wir das hier machen? Gar nichts bisher. Aber was passiert, wenn wir es nochmal versuchen? Bisher weiter nichts. Okay, dann gehen wir drauf. Okay, wir warten, bis es gerade aufgehört hat, sich zu drehen. Dann können wir da ohne Probleme hin. Okay, ich nehme an, ich weiß, was ich machen muss. Könnte das Charks Blitzaxt sein? Zack. Dann, ja, das zählt das runter. Sehr schön. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Oh, das ist doof. Okay, ich sehe, was ich machen muss. Ich muss es hiermit erstmal runterziehen und dann hiermit befestigen. Okay, kein Problem. So. Das ist nicht, was ich wollte. Und Lara weiß das. Und trotzdem hat sie es getan. Wir warten, wir warten, wir warten. Bin nicht sicher, ob wir hätten warten müssen. Könnte das Charks Blitz? Okay, wir warten einfach mal, bis das gedreht hat. Und so, jetzt. Ja. Jetzt haben wir nämlich genug Zeit, hier rüber zu kommen. Das hier anzuvisieren und festzumachen. Wunderbar. Jetzt ziehen wir das hier rüber. Das Problem ist, ich bin nicht sicher, ob wir tatsächlich einfach dann rüberlaufen können. Ich meine, wir können es versuchen. Okay, ja doch, sollte jetzt möglich sein, ne? Und... Hopp, ja, sehr gut. Ich dachte, da wäre eventuell noch ein weiterer Schritt, den ich nicht gesehen habe aus der Ferne. Und da haben wir unseren Schild. Doch in einer Folge geschafft. Weg. Oh, wir haben unseren Schild doch Jonah, nicht. Jonah,
Was ist los? Gib mir Koryanka. Koryanka. Der Schild ist nicht mehr da. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Berginneren sein. Okay, ich suche danach. Spüren Sie den Schild auf. Okay, erst einmal haben Sie hier aber etwas. Also, einfach eine Tür. 1000 Augen. Ah ne, Überlebensinstinkt bleibt aktiv, wenn sie sich in Baumkronen oder mit Vegetation bewachsenen Wänden bewegen. Ich wusste nicht, dass der vorher nicht... Achso, nee, wenn man sich da bewegt. Okay, ja. Ja, ich denke, wir sollten eine nächste Folge anfangen, bevor wir... Heilige Scheiße! Lara, wir haben darüber geredet. Wir fluchen auf diesem Kanal nicht in dieser Art und Weise. Scheiße. Das war zu knapp. Okay. Gut, dann hör nicht auf mich. Du wirst schon sehen, was passiert. Was hier passiert. So. Wir beenden hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.